My friends, starch is the thing. Beau Brummel, der Dandy. Aus Briefe eines Verstorbenen. 46. Brief. Von Hermann Fürst von Pückler. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Dezember 2009. Aus 46. Brief aus Briefe eines Verstorbenen von Hermann Fürst von Pückler. Der erste Morgenspaziergang in Frankreich behagte mir köstlich. Dieser permanente Sonnenschein, der klare Himmel, den ich lange nicht mehr gesehen, und endlich wieder eine Stadt, deren Häuser und Dächer man von keinem Nebel und Kohlenrauch getrübt, klar in der Luft sich abschneiden sehen konnte. Alles wurde von mir wahrhaft angestaunt. Ich fühlte mich wieder zu Haus und wandelte jetzt nach dem Hafen, um den letzten Abschied vom Meere zu nehmen. Da lag's vor mir, spiegelglatt und blau, endlos überall, außer an der englischen Küste, deren Dasein ein schwarzes Wolkengebirge, wahrscheinlich die kompakt gewordenen Nebel jener Insel, verriet. Ich folgte der Jetée, einer Art Holzdamm, die wohl eine Viertelstunde in die See hineinführt, und fand mich am Ende derselben bald ganz allein, nichts Lebendes mehr erblickend als einen Wasservogel, der mit Blitzesschnelle vor mir in der Silberflut umherschwamm, sich plötzlich untertauchte und dann erst nach Minuten an einer weit entfernten Stelle wieder zum Vorschein kam. Das Spiel setzte er lange fort, und so gewandt und lustig war das Tier dabei, daß man hätte glauben sollen, es wolle mir absichtlich alle seine Künste vormachen. Ich war schon im Begriff, allerhand Phantasien an dies Schauspiel zu knüpfen, da hörte ich aber die Tritte und das Gespräch einer englischen Familie hinter mir, und schnell entflohen wir beide, der Vogel und ich. Auf dem Stadtwall begegnete ich einem französischen Hausmädchen mit zwei wunderhübschen englischen Kindern, sehr elegant in Coquelicot-Kaschmir und weiß gekleidet. Die Kleinste hatte sich fest an einen Baum geklammert und refüsierte mit englischer Freiheitsliebe auf das Bestimmteste nach Hause zu gehen. Die arme Französin radebrechte umsonst alle englische Schmeicheleien und Drohungen, deren sie nur habhaft werden konnte. Alles blieb vergebens. »Mon Darling, come along«, rief sie wehmütig. »I won't«, war die lakonische Antwort. Der kleine Trotzkopf interessierte mich so sehr, daß ich gefällig mich selbst zum Baume begab, um ebenfalls mein Heil bei ihr zu versuchen. Es gelang mir auch besser, denn nach einigen englischen Späßen folgte sie mir glücklich, und ich führte sie triumphierend der Bonne zu. Als ich mich aber nun selbst entfernen wollte, packte mich der kleine Dämon mit allen Kräften beim Rock und sagte laut lachend, »No, no, you shan't go now. You forced me away from the tree, and I'll force you to remain with us.« Und ich kam wirklich nicht eher fort, immer streng festgehalten, bis wir unter Schäkern und Streiten beim Hause der Eltern angelangt waren. »Now I have done with you«, schrie die Kleine, indem sie mich losließ und jubelnd ins Haus rannte. »You little flirt«, rief ich ihr nach, »an dir wird die französische Erziehung auch wenig Früchte bringen.« In die Stadt zurückgekehrt, besuchte ich den berühmten Brummel. Ich sehe, du schlägst vergebens den Dictionnaire historique und des Contemporains auf und kannst diesen berühmten Namen nicht finden.
Hat er sich in der Revolution oder einer Contre-Revolution ausgezeichnet? Ist es ein Krieger, ein Staatsmann? Vous n'y êtes pas. Er ist viel mehr und viel weniger, wie man es ansehen will. Mit einem Wort, es ist einer der berühmtesten und seinerzeit mächtigsten Dandys, die London je gekannt. Brummel beherrschte einst durch den Schnitt seines Rockes eine ganze Generation, und lederne Beinkleider kamen außer Gebrauch, weil ein jeder verzweifelte, sie in der Vollkommenheit der seinigen nachahmen zu können. Als er aber aus wichtigen Gründen endlich Großbritannien den Rücken kehrte, hinterließ er seinem Vaterlande noch als letztes Geschenk das unsterbliche Geheimnis der mit Stärke gesteiften Halsbinden, dessen Unergründlichkeit vorher die Eleganz der Hauptstadt so gequält hatte, daß nach der Literary Gazette zwei davon aus Verzweiflung wirklich selbst Hand an sich gelegt haben sollen und ein junger Herzog vor Kummer darüber an einem Broken Heart jämmerlich verstarb. Der Anfang dieser Krankheit war jedoch schon früher bei ihm dadurch gelegt worden, dass er bei einer feierlichen Gelegenheit Brummel schüchtern um sein Urteil über den eben anhabenden Rock gebeten. Dieser aber, ihn nur flüchtig anblickend, mit Verwunderung gefragt hatte: »Do you call this thing a coat?« »Nennt ihr das Ding einen Rock?« Sein Ehrgefühl blieb hierdurch unwiederbringlich verletzt. Obgleich nun heutzutage es die Kleidung nicht mehr ist, womit man in London den Ton angibt, so ist doch nur das Vehikel, die Sache selbst aber keineswegs geändert. Der Einfluss, welchen Brummel ohne Vermögen und Geburt, ohne eine schöne Gestalt oder hervorstechenden Geist, bloß durch eine edle Dreistigkeit, einige drollige Originalität, Lust an der Geselligkeit und Talent im Anzug in London viele Jahre lang auszuüben wußte, gibt noch immer einen vortrefflichen Maßstab für das Wesen jener Gesellschaft. Und da ich dir in meinen vorigen Briefen diejenigen hinlänglich geschildert habe, welche jetzt, wiewohl mit weit geringerer Machtvollkommenheit, Brummels Stelle einnehmen, so wirst du vielleicht mit mir einverstanden sein, dass er derselben immer noch mit mehr Genialität sowohl als größerer Unschuld der Sitten vorstand. Es war eine freiere, mehr ein originelles und zugleich harmloseres Ganze bildende Torheit, die sich zu der jetzigen ungefähr so verhält, wie die Komik und Moralität in Holbergs Lustspielen zu denen des Kotzebue. Der Gewalt der Mode kann man es freilich nur zuschreiben, wenn man es witzig fand, daß Brummel einem Landjunker, der ihn fragte: »Do you like green peas?« antwortete: »I once ate one.« Ergötzlicher aber sind seine Streitigkeiten mit dem Prinzen von Wales, dem er, zuerst von ihm in die Mode eingeführt, nachher den Szepter derselben aus der Hand wand und sogar später seinen Vorsatz »to cut the prince« mit großem Erfolg ausführte. Lange hatte sich Brummel der höchsten Gunst dieser erlauchten Person erfreut, behandelte sie aber zuletzt mit so wenig Egard, daß dadurch ein Bruch herbeigeführt wurde. Eines Tags nämlich vergaß er sich so weit, dem Prinzen nach Tisch zuzurufen: »Pray, George, will you ring the bell for me?« »Bitte, George, klingeln.« Der Prinz,
von dem indiskreten Lachen der Gesellschaft wie der impertinenten Familiarität des Aventuriers tief beleidigt, stand gelassen auf und klingelte. Als aber der Diener hereintrat, sagte er, mit den Fingern auf Brummel weisend: »This person wants his carriage.« Diese Person verlangt ihren Wagen. Brummel verlor die Fassung nicht, sondern erwiderte lachend: »Capital, Georgi!« »Bravo, kleiner Georg! Aber bei Gott, ich vergaß ganz, daß die schöne Herzogin auf mich wartet. Ich mache also aus Spaß Ernst und verlasse euch. So, goodbye to your Royal Highness.« Von diesem Augenblick sah ihn der Prinz nicht mehr in seinem Hause. Dies tat jedoch ihm selbst in der fashionablen Welt der damaligen Zeit beinahe mehr Schaden als Brummel, der die Sache zu turnieren wußte, als habe er mit dem Prinzen gebrochen. Er pflegte zu seinen intimen Freunden zu sagen: »That fellow has first ruined me in Champagne, won my money afterwards, and now he thinks he can cut me.« »Der Bursche hat mich erst in Champagner ruiniert, mir dann mein Geld im Spiel abgewonnen, und nun denkt er, er kann tun, als kenne er mich nicht.« Einige Tage darauf wollte es der Zufall, daß Brummel dem Prinzen mit einigen berühmten Modeherren in New Bond Street begegnete. Dieser tat, als wenn er ihn nicht sehe. Brummel aber näherte sich mit aller ihm eigenen Aisance und Effronterie dem Obristen P., einem der Gesellschaft und zugleich einem der damaligen Koryphäen der eleganten Welt, und indem er ihm mit jener impertinenten Herablassung, in der er Meister war, die Hand geschüttelt, ergriff er sein Quizzingglas, und den Prinzen damit fixierend, flüsterte er dem Obristen allgemein verständlich zu: »Who the devil, Colonel, is your fat old friend you were just talking to?« »Wer, Teufel, Obrister, ist euer alter, fetter Freund dort, mit dem ihr eben spracht?« Hiermit ließ er die konsternierte Gesellschaft stehen, bestieg sein Pferd und ritt lachend davon. Diese Anekdoten wurden mir aus ganz authentischer Quelle von einem Augenzeugen mitgeteilt. Weniger gewiß weiß ich, ob es wahr ist, daß früher, wie man erzählt, bei einem Diner, wo man schon über das Maß getrunken hatte, der Prinz auf eine sarkastische Bemerkung des neben ihm sitzenden Brummel diesem im halben Rausche ein Glas Wein ins Gesicht goß. Brummel, der solches an der Person des Prinzen nicht erwidern konnte, ergriff sogleich mit großer Geistesgegenwart sein eigenes Glas und, es dem andern Nachbarn über den Rock schüttend, rief er mit Laune: »Der Prinz hat befohlen, daß es links weitergehen soll.« Noch lange fuhr Brummel nachher fort, in London zu regieren und seinen hohen Antagonisten zu verdunkeln. Ja, in dieser seiner Zeit war es, wo sein Genie den höchsten Flug nahm und er, um dem Prinzen, der dafür berühmt war, sein Halstuch in einen unnachahmlichen Knoten zu knüpfen, den empfindlichsten Stoß zu versetzen, den Gebrauch der Stärke und Hausenblase für die Krawatten erfand. Von diesem memorablen Augenblick an war Brummels Sieg entschieden, und jahrelang marterten sich, wie schon erwähnt, die Dandys vergeblich ab, die Halsbinde wie er zu tragen. Endlich vollbrachte das Spiel, was dem Prinzen missglückt war, nämlich Brummel aus der exklusiven Gesellschaft zu verdrängen. Brummel verlor Hab und Gut und mußte flüchten. Auf seinem Schreibtisch aber hinterließ er dem Vaterland ein versiegeltes Paket.
Als man es aufmachte, fand man nichts als folgende mit großen Buchstaben geschriebene Worte darin: My friends, starch is the thing. Freunde, Stärke ist das Ding. Und wie große Männer in ihren Werken noch fortleben, wenn sie auch selbst längst verschollen sind, so bleibt auch Brummers Stärke noch immer am Halse jedes Fashionable sichtbar und verkündet seinen hohen Genius. Er selbst aber lebt seitdem in Calais, wohin seiner gläubiger Autorität nicht reicht. Und jeder Zugvogel aus der großen Welt, der seinen Weg hierdurch nimmt, trägt dem ehemaligen Patriarchen den Tribut einer Visite oder der Einladung zu einem Diner pflichtschuldigst ab. Dies tat auch ich, wiewohl unter einem angenommenen Namen. Leider war mir hinsichtlich des Diner schon ein anderer Fremder zuvorgekommen, und ich kann daher nicht einmal davon urteilen, wie ein Coat eigentlich aussehen müsse, oder ob der lange Aufenthalt in Calais nebst dem herannahenden Alter den Anzug des ehemaligen Königs der Mode weniger klassisch gemacht haben. Denn ich fand ihn bei meinem Besuch noch bei der zweiten Toilette, drei sind deren früh nötig, im geblümten Schlafrocke, einer Samtmütze mit Goldquasten auf dem Kopf und türkischen Pantoffeln an den Füßen, sich selbst rasierend und nachher mit den beliebten roten Wurzelstückchen sorgfältig die Reste seiner Zähne putzend. Das Ameublement um ihn her war ziemlich elegant, ja zum Teil noch ganz reich zu nennen, wiewohl bedeutend faniert, und ich kann nicht leugnen, sein ganzes Benehmen schien mir damit übereinzustimmen. Obgleich gedrückt von seiner jetzigen Lage, zeigte er indes noch immer einen ziemlichen Fond von Humor und Gutmütigkeit. Sein Benehmen war das der guten Gesellschaft, einfach und natürlich und von größerer Urbanität, als es die jetzigen Dandys aufzuweisen imstande sind. Lächelnd zeigte er mir seine Pariser Perücke, die er sehr auf Kosten der Englischen rühmte, und nannte sich selbst »Le ci-devant jeune homme qui passe sa vie entre Paris et Londres«. Er schien hinsichtlich meiner etwas neugierig, frug mich über gesellschaftliche Verhältnisse in London aus, ohne jedoch die gute Lebensart durch irgendeine Art von Zudringlichkeit irgend zu verleugnen, und ließ es sich dann sichtlich angelegen sein, mich zu überzeugen, daß er noch immer von allem, was in der englischen Modewelt wie der politischen vorginge, sehr wohl unterrichtet sei. »Je suis au fait de tout«, rief er, »mais à quoi cela me sert-il? On me laisse mourir de faim ici. J'espère pourtant que mon ancien ami, le duc de Wales, enverra un beau jour le consul d'ici à la Chine, et qu'ensuite il me nommera à sa place. Alors je suis sauvé. » Und wirklich, die englische Nation sollte billig etwas für den tun, der die gestärkten Halsbinden erfand. Wie manche sah ich in London mit schwerwiegenden Sinekuren, die weit weniger für ihr Vaterland getan haben. Als ich Abschied nahm und die Treppe hinunterging, rief er mir noch, die Türe eröffnend, nach: »J'espère que vous trouverez votre chemin. Mon Suisse n'est pas là, je crains.« Et là, dachte ich, point d'argent, point de Suisse. Ende von »My Friends, Starch is the Thing«. Beau Brummel, der Dandy.
Aus Briefe eines Verstorbenen. 46. Brief von Hermann Fürst von Pückler